Einfach mal guten Tag. Mein Name ist Susanne Lüchtrath. Ich bin Geschäftsführerin von FeedMe Design in Köln. FeedMe Design gibt es seit nunmehr fast 14 Jahren. Hauptsächlich arbeiten wir im Bereich TV-Design. Und am liebsten denken wir eigentlich so gesamtkonzeptionell. Also wirklich jetzt nicht nur eine TV-Sendung gestalten, sondern wirklich gesamtkonzeptionelle Konzepte, die on-air, off-air oder halt auch im Web stattfinden. Das machen wir halt besonders gerne. Deswegen sind wir halt auch vermehrt in den letzten Jahren angefragt worden, von den Fernsehsendern eigenen Content in Form von Kurzformaten anzubieten. Das machen wir auch liebend gerne für Web und TV. Und deswegen bin ich heute hier auch eingeladen worden, über unser neuestes Projekt zu reden. Das haben wir für den MDR entwickelt. Das ist seit dem 8. April on air und im Web zu sehen. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt gerade gemerkt, mir ist eingefallen, ich bin ja hier in Österreich. MDR ist wahrscheinlich vielen gar nicht so der Begriff. Das gehört zur Sendergruppe vom ARD und ist eigentlich der erfolgreichste dritte Fernsehsender vom ARD. Öffentlich-rechtliches Fernsehen, Zielgruppe 60 plus, also ist nicht schlimm, wenn ihr das nicht kennt. Das stelle ich euch halt jetzt vor, was wir dafür entwickelt haben. Das Format heißt Heute im Osten. Heute im Osten, flupp. Das Besondere an diesem Format ist halt, dass es halt im Web und TV gleichermaßen stattfindet. Da wird ja heute auch schon viel drüber geredet, dass halt wirklich so viele Leute das probieren, wirklich so die Webnutzer irgendwie für sich zu gewinnen. Und das war jetzt aber es ist tatsächlich ein Format im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, was zwei Wochen lang im Netz ein Thema monothematisch behandelt. Täglich findet eine Webshow statt von 20 bis 30 Minuten. Da können User live mit dem Moderator oder eben auch später mit dem Moderator chatten, twittern oder eben auch über Webcam oder Skype-Schalte mit dem Moderator im Studio kommunizieren. Am Ende dieser Zwei-Wochen-Phase gibt es eine TV-Show oder zwei TV-Shows, die dann dieses Thema nochmal ein bisschen abrunden, zusammenfassen und in einer Fernsehshow das alles zusammenfließen lassen. Ja, für uns begann der Job vor ungefähr einem halben Jahr im August letzten Jahres. Da haben wir vom MDR direkt den Auftrag bekommen oder die Anfrage bekommen, habt ihr Lust, ein neues Projekt für uns im MDR mitzumachen. Wir wurden ein bisschen gelockt damit. Es gibt das Innovationsbudget und das ist ja immer gerade, was du gerade erzählt hast, vom Budget, da ist man natürlich immer so ein bisschen, es ist einfach nicht mehr so viel Budget da, deswegen Innovationsbudget hört sich immer toll an. Vor allen Dingen klingeln da natürlich bei uns direkt die Ohren, weil man denkt, okay, Innovationsbudget, da hat sich jemand was bei gedacht, da haben die wirklich Lust auf was ganz Neues. Das heißt, das Neue sollte sein, halt gerade für einen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, dass es wirklich trimedial funktioniert. Das ist eine Sendung, die im Web und im TV stattfindet und dann später halt auch im Hörfunk. Die Basis des Ganzen ist das bestehende Online-Portal Damals im Osten. Das ist ein Geschichtsportal auf dem MDR, was sich halt mit der Geschichte Mitteldeutschlands von 1945 bis jetzt damit beschäftigt. Das neue Format heißt Heute im Osten und beschäftigt sozusagen sich jetzt also mit der Thematik heute und soll die Brücke schlagen zwischen dem Gestern und dem Heute. Es soll interaktiv sein, weil es natürlich gerade bei dem Thema Geschichte in Mitteldeutschland natürlich ganz viel um Menschen geht, um die Geschichten der Menschen. Deswegen sollte es ein interaktives Format sein, wo sich wirklich Leute wirklich interaktiv mit beschäftigen. Und das sollte man halt auch sehen. Das heißt, hauptsächlich oder nicht hauptsächlich, eigentlich sind wir halt auch für das Design angefragt worden. Und das, was aber eigentlich richtig Spaß gemacht hat, weil ich ja gerade am Anfang gesagt habe, wir lieben es, gesamtkonzeptionell zu arbeiten. Das Tolle daran war eigentlich, dass von uns verlangt wurde, ein komplettes Sendungskonzept zu entwickeln, wo dann halt auch die Entwicklung eines virtuellen Studios für Web und TV
mit eingeschlossen war. Und gerade das ist die große Herausforderung gewesen, wirklich etwas zu machen, was für Web und TV gleichermaßen funktioniert. Und jeder, der so ein bisschen vielleicht beim öffentlich-rechtlichen Fernsehsender mal gearbeitet hat, da so ein bisschen Ahnung hat, weiß, wenn man eine TV-Sendung produziert, kommen da mal locker 20 bis 30 Leute mindestens zusammen, die verantwortlich tätig sind im Produzieren einer TV-Show. Web wird gerade im öffentlichen Rechtlichen noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Da sind dann einfach mal nur 3 bis 5 Leute da, die eine tägliche Webshow produzieren sollen. Und genau daran lag der Spagat, dass wir etwas entwickeln mussten, was gleich aussieht, aber mit einer unterschiedlichen Manpower, mit unterschiedlichen Produktionstechniken in einem Konzept zusammenfließt. Was wir insgesamt erstmal, war das schwierig, das zu verstehen, aber als wir es dann endlich verstanden hatten, haben wir gedacht, spannende Aufgabe. Das heißt, als erstes musste natürlich eine Grundidee gefunden werden. Und Grundidee heißt natürlich, okay, wie kann das alles zusammenfließen? Und öffentlich-rechtlicher Fernsehsender, habe ich ja schon gesagt, Zielgruppe 60+, mit dem Wunsch, sich deutlich zu verjüngen. Natürlich, alle wollen die jungen Leute haben. Und dann war für uns klar, wenn wir ein Konzept entwickeln, ein Design entwickeln, das darf die Alten nicht verschrecken, die sollen ja nicht auf einmal denken, oh Gott, was geht hier ab? Aber eben halt auch die Jungen sollten angesprochen werden. Das heißt, wir waren auf der Suche nach einer Technik, die irgendwie leicht zu verstehen ist, die Alten nicht überfordert, aber trotzdem halt auch die Jungen anspricht. Und jetzt habe ich mein iPhone nicht dabei. Das heißt, wir sind auf dieses iPad oder auf das Touch-Prinzip gekommen. Das heißt, jeder kennt das natürlich, das erzähle ich euch nichts Neues. Fast alle haben Smartphone, iPhone oder Android, egal. Alle wischen und swipen durch die Weltgeschichte, ob mit iPad oder was auch immer. Das ist eine gelernte Navigationssystematik. Und wir haben uns gedacht, wir wollen das gerne in unserer Grundidee noch ein bisschen auf die Spitze treiben und haben gedacht, okay, wie toll wäre es, wenn man nicht nur einfach von einem Bild zum nächsten swipen könnte, sondern wenn man tatsächlich halt auch seine ganze Umgebung damit einfach verändern könnte und wirklich ein ganzes virtuelles Studio damit steuern könnte. Und da haben wir halt in der ersten Phase einfach dem Kunden eine Grundidee präsentiert, wie wir uns das Ganze vorstellen. Den Film zeige ich euch kurz, der das einfach so ein bisschen erklärt. Jetzt bin ich mit iPhone. Ich habe den jetzt einfach mal abgekürzt. Das ist sozusagen die Grundidee von unserem virtuellen Studio. Bevor ich da jetzt lang erkläre, wie sich das jetzt wirklich technisch verhält, zeige ich nämlich einfach das, was wir daraus gemacht haben. Grundidee war halt einfach ein Touchpad zu haben, natürlich in einem vorgegebenen Greenbox-Studio, wo halt die Web- und die TV-Sendung stattfinden soll. Und dieses Touchpad mussten wir dann halt ein bisschen größer machen. Das sieht dann im Endeffekt so aus. Es handelt sich um einen 60-Zoll-Monitor, den wir dann den Communicator irgendwann genannt haben. Und in einem komplett leeren Studio sind die einzigen zwei analogen Elemente die Moderatorin oder der Moderator und dieser riesengroße Touchpad. Für diesen Touchpad haben wir eine eigene Applikation entwickelt und einfach um Produktionsprozesse zu optimieren und zu vereinfachen, gerade wenn eine Webshow nur mit 3, 4 Leuten behandelt wird, war für uns wichtig, dass wir die Produktionsprozesse in irgendeiner Art und Weise systematisieren, haben also für dieses Touchpad eine eigene Applikation entwickelt mit unserem technischen Partner Realtime Department in Wuppertal. In dieser Applikation ist die ganze Sendung
eingespeist. Das heißt, man muss sich das vorstellen wie eine Art Content-Management-System, werden Inhalte von der kompletten Sendung, von einer TV-Sendung eingepflegt über Ordnerstrukturen. Und wenn das dann fertig ist, der Prozess, kann der Communicator mit Klick auf den verschiedenen Knöpfen das komplette Studio bespielen. Also Hintergründe, Matzen werden abgespielt, Gesprächspartner werden dazu geschaltet. Und damit man das einfach mal sieht, wie das aussieht, habe ich Ausschnitte aus der ersten Fernsehsendung mitgebracht, die vor 2 Wochen das erste Mal on air gegangen ist. Da war das Thema Generation Wende. Ich habe das jetzt wirklich so ein bisschen inhaltlich gekürzt. Natürlich geht es sehr viel um den Inhalt, aber ich habe jetzt das wirklich nur auf die visuellen Effekte gekürzt. Davon zeige ich noch ein paar Teile im Laufe des Vortrags. Das heißt, es fängt an mit dem klassischen TV-Opener, den wir natürlich auch gemacht haben. Aber das Wichtigste ist ein bisschen die Funktionsweise im Studio natürlich. Die Sonne, sie ist endlich da, nicht nur draußen, sondern auch bei uns, denn sie geht nun mal im Osten auf. Und damit sind wir schon bei unserer Sendung Heute im Osten. Herzlich willkommen zur Fernsehpremiere. Schön, dass Sie bei uns sind. Prominente wie Stefan Kretschmer, Yvonne Katterfeld und Uwe Steimle. Dann schauen wir wie immer bei Heute im Osten nach Osteuropa, diesmal in die Ukraine zu dieser jungen Dame hier, Popstar Ruslana, und haben sie zu den Erfahrungen der Generation Wende in der Ukraine befragt. Und wir haben eine Botschaft zum Thema erhalten von Zwebel und Horowinek. Sie kennen sie vielleicht noch, die berühmtesten Puppen Tschechiens. Doch die beiden müssen noch ein bisschen warten. Gut, da habt ihr so ein bisschen kapiert, wahrscheinlich, wie das ganze Prinzip funktioniert. Dann gehe ich jetzt ganz kurz auf den Communicator ein, also diese riesengroße Touchpad-Device. Das ist die Basis. Das Logo ist integriert auf diesem Touchpad. Wir haben eine grüne Blende davor gemacht, dass das halt auch so ein bisschen aus wie ein schwebendes Logo im Studio hängt, um das Ganze noch ein bisschen spezieller zu machen. Alles, was jetzt kommt, ist redaktionell einpflegbar. Das heißt, die ersten 2 Wochen ging es um das Thema Generation Wende. Das heißt, das kann dann editiert werden von demjenigen, der dafür verantwortlich ist, die Inhalte in dieses Tool einzupflegen. Es gibt einen Scroll, der editiert werden kann. Es gibt einen klassischen Bericht-Button, der ist eher so für die Fernsehsendung, wo halt drauf gedrückt werden kann, um klassische Matzen abzuspielen. Es gibt im Bereich flotte Fakten, wo man wirklich in 4 Punkten Grafiken und Statistiken darstellen kann. Auch hier alles redaktionell einpflegbar. Da muss kein Designer ran, sondern da kann man nur über Zahlenwerte in einer Excel-Tabelle sich aussuchen, ob man einen Balken, einen Kreis oder ein Tortendiagramm haben möchte. Dann gibt es den Spezialbutton, der für die erste Sendung diese Horowinek und Zwiebelpuppen waren, der beliebig belegbar ist für Rubriken. Es gibt den Button für die Live-Schalten, die halt beim Fernsehen noch ein bisschen anders aussehen als im Web. Es gibt den Button für ein Konferenztool, wo bis zu 4 Leute parallel mit der Moderatorin diskutieren können. Natürlich der klassische Web-Button darf nicht fehlen, wo man wirklich live mit diesem Communicator im Netz gehen, ins Netz gehen kann. Und dann ein wichtiger Punkt ist natürlich auch der Social-Media-Button. 1000 Talks und Tweets haben wir den genannt, wo wirklich mit dem Zuschauer oder mit dem User kommuniziert wird. Über Facebook wird gepostet und all das Mögliche, was man so kennt. Und es gibt die Möglichkeit, Fotos und Videos, die hochgeladen werden auf den Seiten, wirklich darüber abzuspielen. Wichtig war der Redaktion halt noch, dass es eine Art Exchange-Effekt gibt, dass halt auch klar ist, hallo, wir sind hier im Fernsehen, wir können aber jederzeit auch ins Web, wir können ganz zwingend zusammen und wir können mal gerade, wenn wir draufdrücken, mal eben schnell ins Web zoomen und wieder zurück, dass die wirklich miteinander kommunizieren. Und wie sich das gehört, für jede vernünftige Applikation gibt es natürlich einen Close-Button, mit dem man alles schließen kann. TV und Web unterscheidet sich also optisch für den Zuschauer eigentlich überhaupt nicht. Das ist genau das gleiche Baukasten, das gleiche Baukastensystem, die gleiche Software, die dahinter liegt. Die ganze Hardware-Technik ist natürlich ein bisschen was anderes, aber für den Zuschauer ist es komplett identisch. Das Einzige, wie sich die dann unterscheiden, ist halt eigentlich die inhaltliche Struktur. Das heißt,
sobald Inhalte eingepflegt werden in diesen Communicator, gibt es diese sogenannten Pop-up-Zahlen. Ich habe nie ein Fachwort dafür gefunden, deswegen ich nenne hier einfach Pop-up-Zahlen. Das heißt, 3 Berichte sind hier eingepflegt. Es gibt eine Live-Schalte, 5 flotte Fakten und einen Sonderbericht. Das heißt, da gibt es dann eher in der Fernsehsendung, gibt es halt wirklich eher die klassischen Matzen, auch mal eine Live-Schalte. Bei einer Websendung findet das Ganze mehr im Web statt. Da wird mehr auf Internetseiten geguckt, mehr mit dem User kommuniziert, da werden mehr Live-Schalten gemacht, mehr Kommunikation mit dem User. Theoretisch ist beides in beiden Bereichen machbar und möglich, aber das ist halt natürlich redaktionell so, wie Sie sich das wünschen. Aber theoretisch ist beides machbar. Wie das Studio bespielt wird, halt mit unserem Designbaukasten. Das heißt, wir haben erstmal als Grundfläche eine ganz schlichte graue Fläche. Das war uns ganz wichtig, dass es sich wirklich zurücknimmt, dass die Inhalte wirklich brillieren können. Wir haben Sitzelemente, die das so ein bisschen aufbrechen. Wir haben Moderator und den Communicator. Und die Hintergründe können jetzt in einer Art vorgefertigten Toolset angewählt werden, wie man es halt möchte, thematisch bedingt. Also das heißt, es gibt ganz pure grafische Nummern. Man kann aber auch den ganzen Hintergrund mit einem Foto belegen, natürlich Foto mit Grafiken verbinden. Oder wenn einem gar nichts mehr einfällt, gibt es halt auch ein Toolset von schönen klassischen Osttapeten, deren man sich auch bedienen kann. So, das sind sozusagen die Bausteine von dem Ganzen. Jetzt gehen wir mal in die zweite Hierarchie des Communicators. Ich war jetzt immer nur auf der Oberfläche. Das heißt, ein wichtiger Teil bei den Fernsehsendungen sind natürlich die Beiträge. Ich zeige das einfach mal und plapper da so ein bisschen drüber. Auch wieder ein kleiner Ausschnitt aus der Fernsehsendung. Die Moderatorin drückt auf den Play-Button. Sie läutet das Thema ein. Da gibt es ein Vorschaubild von die Matz, die gleich kommt. Und das Wichtige ist halt, erst wenn die Moderatorin wirklich auf Play drückt, läuft die Matz ab. Also es gibt nicht mehr das klassische Matz ab vom Regisseur. Das gibt es nicht. Der Regisseur in der TV-Sendung kann lediglich entscheiden, ich gehe ins Vollbild oder nicht. Aber theoretisch, wenn die Moderatorin nicht auf Play drückt, läuft da auch überhaupt nichts. Das heißt, bei einer TV-Sendung ist man natürlich dann gerne in der Totale. Man kann aber theoretisch halt auch die komplette Sendung in dieser Studio-Totale abfahren. Hier sieht man ganz schön, das ist halt direkt auch hier sehr webaffin. Sobald etwas geguckt wird, wird das ausgegraut, dass halt auch klar ist, dieser Bericht ist schon angeguckt worden. Das Gleiche geht so weiter mit der Live-Schalte. Das heißt, in dem Moment, wo die Moderatorin sagt, okay, sie kriegt das irgendwie mitgeteilt, die Live-Schalte steht, kann sie wirklich auf den Punkt drücken, live aus. Die Person, die zu interviewen gilt, erscheint im Communicator. Und da kann sie dann entscheiden, das machen die Webleute mehr, dass sie wirklich mit dem Communicator kommunizieren. Sie kann aber entscheiden, ich kann den mir auch in den Hintergrund packen. Das ist ja in der Natur der Sache, dass die Fernsehsender das eher im 16:9 Format haben wollen. Die Webleute sind da so ein bisschen mutiger und lassen Leute auch mal teilweise einfach komplett im Communicator während eines ganzen Interviews stehen. Flotte Fakten. Hatte ich gerade auch schon kurz gesagt, das ist jetzt auch da plapper ich einfach so drüber aus diesem Ausschnitt. Das heißt auch hier eine Excel-Tabelle, die eingepflegt wird. In der ersten Sendung ging es um Generation Wende, dann wurde halt wirklich, hier geht es wirklich nur um ganz simple Fakten in einem 4-Punkte-Modus. Das heißt, im ersten Modus kann die Moderatorin eine Frage aufbauen, wie viele Hochzeiten gab es nach der Wende, in dem zweiten Modus gibt es das Ergebnis, im dritten Modus gibt es noch Zusatzinformationen und im vierten Punkt kann man das Ganze noch ein bisschen kommentieren. Ich habe das jetzt hier gestoppt, weil das sonst alles viel zu lang wird. Aber hier sieht man eigentlich ganz schön, dass es, also wir haben jetzt halt auch die Möglichkeit, theoretisch dann Tortendiagramm zu machen. Das hängt natürlich immer vom Inhalt ab, was halt besser zum Thema passt. Nächster Punkt ist vom Communicator ist die Kommunikation mit dem Web. Das heißt, die Moderatorin macht meistens am Ende einer Fernsehsendung, oder habe ich den Ton nicht leiser gedreht, über eine Art Cloud-Animation wird suggeriert, wir zoomen jetzt ins Netz rein. Und da gibt es dann tatsächlich die Webmoderatorin, die halt im gleichen Studio steht und dann halt wirklich schon auf die nächste Websendung
hinweisen kann. So eine Art Cross-Promotion vom Web zu TV. Aber das ist ganz wichtig, dass man halt wirklich sieht, Web und TV hängen ganz dringend zusammen. Und ist auch tatsächlich so, dass halt die Inhalte, die im Web 2 Wochen lang gesammelt werden von den Usern, auch wirklich einzielen auf die TV-Show, die dann am Ende dieser 2-Wochen-Phase ausgestrahlt wird. Die Technik dahinter ist natürlich sehr komplex, gerade jetzt die Webtechnik ist nochmal wieder eine andere als die TV-Technik. Gerade das, was ich ja schon am Anfang sagte, die Manpower ist halt einfach schon so unterschiedlich. Aber das, was sie alle vereint, ist die Software, die dahinter steckt. Das heißt, die heißt Ventus. Man muss sich mit Avid, kennt ihr euch ja wahrscheinlich alle aus. Avid ist eine Software, die wird auf einen Rechner gespielt, ob PC oder Mac, dann ist es der Avid-Rechner. So muss man sich Ventus auch ungefähr vorstellen. Ventus ist eine Software, die wird auf einen Rechner gespielt und das ist dann das Herzstück von unserem ganzen System. Das ist ein Ventus-Rechner. Dieser Ventus-Rechner wird bestückt von Grafikern und Redakteuren vom MDR, die wirklich in einer Ordnerstruktur ihre Daten einpflegen. Im Studio selbst steht während der Web- und der TV-Sendung ein Webrechner, der Skype-Schalten aufruft, wo dann ein Web, wo jemand sitzt und Menschen live anruft, damit man halt live dann nicht irgendwie das Anwählen sehen muss. Dieser Webrechner ruft die Webseiten auf. Bei einer TV-Sendung ist es so, dass halt die Live-Schalten über die TV-Sendung gefahren werden. Aus dem Ventus, aus diesen ganzen Informationen, kommen dann die Informationen für das virtuelle Studio. Das heißt, da wird der Hintergrund bespielt und der Communicator, der vom Moderator bedient wird. Das alles wird abgefilmt, landet in einem Bildmischer und dieser Bildmischer erzeugt 4 Video-Outputs, Close, Halb, Totale, Total und das Vollbild. Und das Schöne ist halt, TV ist jetzt eine andere Geschichte, aber gerade für Web bedarf es lediglich noch den Web-Operator, der wirklich mit im Studio sitzt und diesen Rechner einpflegt und wirklich die Webseiten und die Live-Schalten richtig aufruft, dass wenn man auf den Communicator drückt, auch wirklich der richtige Inhalt da hinten vorliegt. Das heißt, es braucht einen Moderator, einen Web-Operator und einen Bildmischer für eine Webshow. Man könnte im drastischen Falle sagen, man könnte auch mit 3 Leuten diese Sendung fahren. Ablauf des Prozesses war halt, habe ich ja schon gesagt, im August letzten Jahres sind wir angefragt worden. Die heiße Produktionsphase war jetzt im Januar 2013. Gemeinsam mit Realtime Department haben wir das halt entwickelt. Einfach ein toller Partner in dem technischen Bereich. Und dann mussten wir aber alle zusammen 3 Wochen vor Ort in Leipzig das alles einpflegen, haben wirklich mit den ganzen Redakteuren und Grafikern Workshops und Schulungen gemacht, denn das Ziel war natürlich, das ganze Ding, was wir da entwickelt haben, wirklich möglichst autark im Fernsehsender zu lassen, dass wir da jetzt nicht bei jeder Sendung live dabei sein müssen. Das heißt, ich könnte jetzt ganz viel von der Schulung zeigen. Das sind sehr witzige Sachen dabei. Ich möchte auch, wenn die Zeit knapp ist, noch ein Ding zeigen, was halt wirklich sehr lustig war. Das ist einfach so, wenn so ein riesen Touchpad vor einem steht, man denkt immer, das ist so einfach. Da auf einmal so, man ist das ja so gewohnt. Und das war eigentlich das haben wir den ganzen Tag geprobt, bis halt wirklich so dieser Flow rauskam. Wie geht man damit um mit diesem Touchpad-Device? Was kann man dem Zuschauer zumuten? Wie lange steht der Moderator wirklich mit dem Rücken dazu, wenn er wirklich auf einer Bildschirmtastatur was eingeben muss? Und das fing halt immer erst an, dass die ganz krampfig damit umgegangen sind. Und wir haben aber auch gemerkt, wenn man zu schnell geswiped hat, dass dann halt einfach mal 2 Themen auf einmal geswiped wurden. Was ich aber persönlich nicht schlimm finde, weil das halt einfach auch wirklich visualisiert. Dieses Ding ist wirklich echt und das sieht nicht aus wie, das ist jetzt nicht irgendwie wie eine Wetternachricht, wo man ins Blaue reinpacken muss, sondern für uns war es ganz wichtig, dass dieser Communicator wirklich ein ganz haptisches Ding wird, mit dem man wirklich arbeitet und dass die Zuschauer das auch wirklich glaubhaft annehmen, dass das wirklich echt ist, was dahinter ist. Ja. Zur Diskussion. Ja, genau, deswegen, ich wollte gerade abschließen, ich zeige keinen Film mehr, ich wollte nur ganz kurz sagen, was ich wichtig finde, ist halt, die ist die erste Webshow, die möchte ich nur ganz kurz zeigen. Ich möchte keinen Film mehr zeigen. Das sieht dann einfach, im Web sieht das halt so aus, da läuft der Film in diesem XXL-Player, wo dann halt einfach live geskypt wird und die Informationen halt dazu noch zusätzlich einfach rechts in diesen Pop-ups auftauchen. So, das ist schon das Close-Button. Tschüss. Danke.